Wir fangen an mit dem sogenannten Satz von Vietat. Von Vietat. Manche sagen Satz von Vietat. Naja, wenn der noch leben würde, er würde es nicht gerne hören. War eigentlich ein Franzose, aber das ist sein lateinisierter Name. Und zwar ging es ja darum, wenn wir uns mit quadratischen Funktionen beschäftigen, dass wir immer wieder Nullstellen ermitteln müssen. Und da hatten wir uns ja schon ein Verfahren überlegt. Also Nullstellen, ich schreibe mal bloß NST, das geht dann schneller. Nullstellen finden zum Beispiel für folgenden Graphen. Ich mache das mal in ganz klein. Ne, das hier sind die Nullstellen. Wir bezeichnen die mit x0, in diesem Fall die erste, x01. Das wäre x02. Oder ein anderer Graphenverlauf kann ja durchaus, wie wir eben gerade gesehen haben, so sein. Dann ist das zwar der Schnittpunkt mit der y-Achse, da kann man dann y0 dazu sagen, aber das hier wieder und das sind wieder meine Nullstellen, x01 und x02 und so weiter. Und da hatten wir uns verschiedene Verfahren überlegt. Und ein Verfahren war zum Beispiel, dass wir folgende, wenn es nur irgendwie gegangen wäre, folgende Formelform bilden. Und zwar in Linearfaktoren zerlegte, ich sag gleich wozu, Formeln, Punkt, Punkt. Und das soll dann 0 sein. Wir wissen ja an dieser Stelle hier, ich mache das mal in Rot, wenn die x-Achse hier verläuft oder hier verläuft, dann ist an dieser Stelle y 0. Y ist gleich 0 auf der Höhe, auf dieser Höhe. Hier ist y höher. Hier ist y höher, hier ist y höher, hier ist y kleiner als 0, also Minuswerte und so weiter. Aber y ist hier auf der Ebene der x-Achse 0. Wozu braucht man das Ganze eigentlich? Nur mal ein Beispiel, wenn ich mir diese Parabel hier anschaue, könnte die auch folgenden Verlauf haben. Es steht jemand da, hat einen Gartenschlauch in der Hand und mit dem Gartenschlauch kann er von hier, er steht meinetwegen 1 Meter von der Hauswand entfernt und er misst dann nach. Er kann mit dem Gartenschlauch meinetwegen 11 Meter weit spritzen. Und er fragt sich nun, ja, wie hoch kann ich denn? Das lässt sich ja natürlich nicht mit einer Leiter machen. An einen Wasserstrahlen eine Leiter anlehnen ist wahrscheinlich ein bisschen verrückt. Wie hoch kann ich denn nun spritzen? Da wir aber wissen, dass alles mit also nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viele Dinge einfach davon abhängig sind, dass irgendwie eine Parabel bilden, also zum Beispiel Flug in der Schwerelosigkeit, ein Parabelflug sagt man, damit man schwerelos wird, also was die Astronauten als Training machen, oder wenn ich etwas werfe, wenn ich etwas schieße, wenn ich mit dem Gartenschlauch spritze, wenn ich Brücken baue, dann lehnen sich die Techniker an diesen Teil einer Parabel an und dann wird an dieser Parabel der Rest der Brücke aufgehängt und so weiter und so fort. Dafür ist das da. Und da, wo die Parabel praktisch den Erdboden oder den Brückenboden berührt, hier ist dann das Wasser, das ist die interessante Stelle, da sagt man eine Nullstelle. Oder, wenn ich das mit dem Gartenschlauch jetzt vergleiche, da, wo der Wasserstrahl wieder aufkommt, da ist die Nullstelle. Da, wo der Strahl losgeht, das ist sie nicht, sondern die ist hier. Aber jetzt der Einfachheit halber lassen wir mal den Mann vom Boden aus spritzen, nehmen wir an, der macht da diesen Versuch und will wissen, wie hoch er kommt, na und so weiter und so fort. Das sind alles Parabeln. Ich hatte auch gezeigt, dass ich, wenn ich eine Kette, egal wie ich sie aufhänge, wenn ich sie also hier festhalte und hier festhalte, dass dann die Kette auch hier wieder eine Parabel bildet. Und. Also das geht mit Kabeln, das geht mit sonst was, das geht mit Überlandleitungen und so weiter. Immer wieder Parabeln, 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 Parabeln. Selbst wenn sie mal unsymmetrisch aufgehängt sind. Aber wenn ich die hier weiterführen würde, würde sie dann wieder die typische Parabelform bieten. Da sind die interessanten, also es geht heute um diese interessanteren Stellen, um die sogenannten Nullstellen. Jetzt nochmal zu unserem Verfahren. Wir kennen ja Gleichungen folgender Form, das nennt sich dann Normalform x² plus bx plus c ist f von x. Das wäre die Normalform und wir wissen, dass wir bei der Normalform, wenn hier nichts steht, also nicht mal eine minus 1 steht, wenn da gar nichts steht, dann ist das die sogenannte Normalform, dass wir dann sogar unser Kurvenlineal
anlegen können und unsere Standardparabel von einer Schablone her praktisch zeichnen können. Naja, gut. Ja. Jetzt ist aber das Interessante, wie kriege ich diese Form hier in diese Form? Das wäre schön. Also, wie kriege ich, wie gesagt, hier vorne nichts stehend, wir beschäftigen uns vorläufig mit Normalparabeln, wie kriege ich diese Form der Gleichung in diese Form, um dann das 0 setzen zu können? Ich kann hier auch sagen, statt f von x, wenn ich die Nullstellen nur berechnen möchte, kann ich auch nur eine 0 hinschreiben. Wie geht das? Wie geht das am allerbesten? Und da hat sich der Vietat Gedanken drüber gemacht und mal sehen, vielleicht kriegt es von ganz alleine hin. Es wäre wahrscheinlich, ja, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn wir das mal anhand von ein paar Zahlenbeispielen machten. Wir entwickeln mal ein paar Formeln. Und zwar fangen wir mit dieser Linearfaktorenformel an und sagen, ein Beispiel soll lauten x plus 1 mal x minus 5 zum Beispiel. Das soll 0 sein. Dann lässt sich das kennen wir.